Susanne und betreibe seit 2012 den YouTube-Kanal Deko Ideenreich, Farbverlauf an der Wand. Bin selber sehr gespannt, habe ich noch nie gemacht und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. So die Herangehensweise, einmal mit den 10 verschiedenen Farbtönen, mit denen ich gearbeitet habe, die anzumischen. Das hat, glaube ich, mehr Zeit gebraucht, als zum Schluss die Wand zu besprühen. Und dann, als es durchgetrocknet ist, man sieht ja hier jetzt so das Ergebnis. Also jetzt kann ich sagen, ich bin ganz glücklich und zufrieden.